Radio SAW. Klasse übersetzt. Was heißt das auf Deutsch? Mit eurer Klasse und Englishman Warren Green. Heute Franz and if I were sorry. Heißt, wenn es mir leid täte. Und wurde klasse übersetzt von der Klasse 8 der Sekundarschule Leben lernen in Schneidlingen im Salzlandkreis. Die Geschichte erzählen euch Angelina und Maurice. Ich würde auf meinen Händen und Knien durch die Wüste krabbeln und überlegen, wie ich mich bei dir entschuldigen könnte. Ich würde den größten Berg erklimmen, wenn es mir leid tun würde. Ich würde es von ganz oben herausschreien, unter Wasser schwimmen, bis meine Lungen explodieren, durchs Feuer gehen, wenn es mir leid tun würde. Wenn man einen Fehler macht und dem Menschen, den man liebt, wehtut, dann sollte derjenige alles tun, um es wieder gut zu machen. Franz würde es tun. Aber es geht nicht um ihn, sondern um eine Frau. Hast du jemals begriffen, dass dein Fehler einen Preis hat? Du hast alles weggeworfen, weil der Teufel in dir steckt. Wirst du jemals begreifen, dass deine Lügen Konsequenzen haben? Würdest du deine Tränen auffangen oder würdest du so tun, als ob da nichts wäre? Also sie hat den Fehler gemacht. Sie hat ihm wehgetan. Nun hat er sie in den Wind geschossen und das tut ihm gar nicht leid, denn sie hat es verdient. Wenn es mir leid tun würde, würde ich versprechen, ruhig zu sein. Ich würde nicht ein einziges Wort sagen. Wenn es mir leid tun würde, würde ich auf Händen und Knien kriechen und dich um Vergebung bitten. Wenn es mir leid tun würde, aber es tut mir nicht leid. Nein. If I were sorry. Klasse übersetzt von der Klasse 8 der Sekundarschule Leben lernen in Schneidlingen. Könnt ihr euch jetzt in der SAW Mediathek anhören auf radiosaw.de. Wenn ihr da seid, könnt ihr euch gleich selber für Klasse übersetzt mit mir bewerben. Also, bis bald. Klasse übersetzt. Was heißt das auf Deutsch? Mit eurer Klasse und Englishman Warren Green. Nur hier auf Radio SAW.